Willkommen im Let's Play Star Wars The Old Republic und diesmal eine Folge mit einem Gast, dem Pascal. Hallöle! Und seinem Charakter Turus, ein, warte, Söldner. Und wir machen jetzt erstmal die Helden 2 Plus, weil ich die ja nicht allein machen konnte in der letzten Folge. Gehen wir mal rein. Let's go! So, oh oh. Ah. Soll ich einen rausnehmen? Keine Ahnung, müssen wir das? Ich nehme mal den Stern raus. Okay. Ach, die sind ja nur Level 20. Oh, und die machen wir trotzdem Schaden. Ups. Oh. Sind aber recht einfach. Nachher die Droiden, die werden etwas schwieriger. Ich kann mich gar nicht mehr an diese Quest erinnern. Ja, das oh, ist bei mir Erfolg auch sehr abgeschlossen. Drin. Straßenfeger, was ist das denn? Also hier gibt es jetzt seit neuestem so komische Erfolge. Da kriegt man ab und zu Geld oder sogar manchmal Kartellmarken. Aber Münzen, aber nur manchmal. So. Weiß jetzt nicht, was wir hier bekommen haben, aber egal, das sind diese komischen Erfolge. Oh, ein Stern. Der ist wohl etwas dick geraten. Nimmst du ihn raus oder soll ich es? Ich nehme ihn raus. Oh, und diese Spinne, die du hast, die habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Die habe ich, glaube ich, auch. Ne? Die kam ja mit dem Vorbesteller. Genau. Paket da. Wie heißt sie? Makrin Laurea Spross. Wo man was nicht weiß, was immer das darstellen soll. Keiner weiß, wo vorne und aber es ist kein Roboter. Nee, ich dachte irgendwie am Anfang, das wäre ein Roboter. Das lebt ja. Es lebt. Ist ja eklig. Okay, ich nehme den ganz links. Okay. Oh Mist, 15 Sekunden noch. Dann, ja, dann kann ich erst. Nehme ich raus. Ja. Cool, der ist ja raus. Oh je. Ja, sind eh nicht schwer. Aber vielleicht kannst du Marco doch rauspacken, dann kann ich ja, ein bisschen okay. Mehr prügeln zur Abwechslung. So. Okay, jetzt nehme ich den Stern da raus rechts. Okay. Nein, nein, das war die falsche Taste. Stop, so, jetzt. Marco sieht aus, als wäre sie im 18. Jahrhundert einkaufen gewesen. Das ist ihr Star, ja. Sie steht drauf. Was? Kämpft Kimball mit dem? Wieso das denn? Ich habe den doch hochgenommen. Er ist aber umgezogen. Ah, wahrscheinlich hat er ihn beleidigt oder so. Dann hat er gedacht. So nicht. Kimball ist immer so schnell aggro. Er macht einem Angst. Ja. Aber sieht doch knuffig aus. Naja. Gewöhnungsbedürftig. Nicht so mein Fall. Ich will endlich einen anderen Gefährten. Ich krieg ja bald einen. Ich möchte nicht spoilern. Ich weiß das. So, jetzt nehme ich wieder den Stern raus. Ja, ich mach schon. Oder du. Ich schieße jetzt immer zwei Raketen anstatt eine.
Ah, ich sehe es. Ist das neu oder ist das? Ich glaube, das ist neu gemacht worden. Ich glaube, es. Warte, wie heißt das? Raketensalve oder so. Okay. Ist ganz gut. Macht jetzt extra Schaden. 300 Schaden für diesen Zinnzug. Extra, oh, da kommt gerade ein Opfer runter. Der ist ja knuffig. Eine Anti-Faltencreme bräuchte er dringendst. Ist ein Entführer. Lass dich nicht entführen. Beschütze Ich dich. töte meinen Entführer, ne? So. Okay, was müssen wir noch alles machen? 45 töten von denen. Ach du je. Möchtest du? Können wir gerne machen. Müssen hoch, oder? Hier unten müssen Ah, nee, wir nee, unten. auch was machen. Ich habe das gerade nicht gesehen. So. Da kann ich mich daran erinnern. Ich nehme den ganz hinten hoch. Hä? Der hat sich jetzt wieder befreit. Ich merke ihn mal, ey. Das glaubt man doch nicht, oder? Ja, ich habe bestimmt noch irgendwie seine Umgebungsattacken da an. Muss ich mal Ah, die sind gucken nervig. kurz. Oh ja, ist 800 alles wieder nicht an. gemacht. Nee, kein Wunder. Was ist das? Bis zu 5 Zielen. Nee, das wollen wir nicht. Sprint kann er haben. Aufpassen, da kommt der Das auch Entführer. nicht. Oh. Jetzt, Moment, jetzt muss ich es noch. So, jetzt kann ich mich um den kümmern. Ein Greif keine Frauen an. Aber echt. Todesurteil. So. Das müsste Kimball in Ordnung sein. Die können wir so weghauen. Ey, die haben ja die Couch als Schutz benutzt. Ach, die ist aber doch schön. Kann ich bestimmt draufsetzen. Die ist aus Plastik. Guck, ich sitze drauf. Du sitzt in ihr. Okay, komm weiter. Wir können das Ding auch zuerst aktivieren da hinten und dann kämpft der Droide sogar mit. Das können wir machen. Okay. Er hilft uns. Der ist aber lieb. Kann ruhig mitkommen jetzt zu den anderen auch noch. Ja, der läuft hier rum und killt die dann. Ja, aber er achtet nicht auf uns. Oh, das war gemein. So, jetzt da hinten. Oder sind 2 Sterne. Immer wenn ich auf mit der Tastatur laufe, da hängt es auf einmal. Das ist so nervig. Oh, die suchen immer einen Heiler für ihre Helden 4. Nie irgendwas anderes. Was spielen ja auch so wenig Heiler. Das Lustige ist, bei Mizuki, bei Jakai's Watch spielen voll viele Heiler. Zumindest im PvP. Da fehlen immer die Tanks. Ja.
Couch. Ist das die gleiche? Ich nenne sie Peter. Peter. Peter lustig. Peter die Couch. Ist ein schöner Name. Okay, holst du den dann wieder raus? Ich hol den rechten, ne? Ah, 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 ah. Glück! Okay, Ball steht vor dem und kann sich nicht entscheiden. Ey, der geht einfach. Da ist doch noch ein Gegner. Warum geht der? Wie unverschämt. Hast du eigentlich schon diese regelmäßige Heilung, die du auf einen setzen kannst? Nein. Oder? Bekommst du doch eigentlich mit Level 20 direkt, wenn du das so hoch skillst, dass du direkt immer die Fähigkeiten kriegst. Ah, okay, das ist das. Ich dachte. Doch, habe ich. Jetzt möchte ich mein Schwertskill rausnehmen. Warte, jetzt teste ich mal, ob das das ist. Genau, das ist es. Ja. Stimmt, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich das gekriegt habe. Ja, das ist ganz gut. Wollen wir die nicht noch alle hier killen? Mm, ja, die uns im Weg stehen da. Da oben sind ja dann noch welche. Das reicht schon auf 40, denke ich. Ich hoffe es. Ach ja, klappt schon. Ja, uns fehlen ja nur noch... wie viel? 12? Oder so? Jetzt noch 11 Stück. Kriegen wir bestimmt oben noch zusammen. Ja. Die sollten wir am besten auch schon mal können, weil da müssen wir nachher noch rein. Ja. Ich nehme den rechten raus. Den rechten? Den da hinten. Ey, der springt mich an. Er will dir deine Liebe gestehen. Indem er mir eine auf die Nuss haut. So macht man das heutzutage bei den Bomberentführern. Ja, ja, so ist es. Hau doch mal ab. Er schießt auf Marco. Unglaublich. Marco, ich liebe dich. Hier ein paar Blumen. Der ist so süß, der Jaro. Ey, wo sind die Blumen? Ui, er läuft hinterher. Jetzt darf er beim Gemetzel zusehen. Genau. Ich nehme. Er wird für sein Leben traumatisiert. Ah doch, wir haben jetzt gleich 45. Das ist super. Der noch, dann haben wir es. Hö, bei mir ist es schon abgeschlossen. Hm, obwohl der noch nicht mehr tot ist. Stand bei mir auch gerade. Ach, vielleicht wegen den Druiden, die hier mit rumtöten.
1, 2, 3, 4, 5. Weil das wären ja nur 6 gewesen, die wir dann jetzt hier oben gekillt hätten. Ach, das ist ja cool. Okay. Guck, mögen sie uns doch, die Druiden. Die Spinne guckt ja auch immer noch zu. Ich finde es schade, dass die Haustiere nicht mit angreifen können. Das wäre lustig. Das fände ich voll lustig. Wenn der kleine Tauntaun dann anfängt, die anzuknabbern. Das wäre mal übelst lustig. Warte, was habe ich noch für Haustiere? Ah ja, ich habe den sogar. Guck mal. Wie süß. Hier, einer zum Spielen. Meiner ist schöner. Er ist kein Packesel. Stimmt. Das erinnert mich immer an Dinosaurier irgendwie. Ducky oder so. Das wäre auch lustig, wenn du so einen Hutten als Haustier hättest. Den will ich nicht als Haustier. Ich nehme den linken raus. Okay. Oh, und sie suchen wieder Heiler. Oh. Ist auch mittlerweile voll nervig. Heiler, Heiler, Heiler. Wobei ich glaube, jetzt auf Republik-Seite würden die mehr Tanks suchen bestimmt, weil da jeder Heiler spielt. Weil das so gut ist. Mm. Irgendwie, ich finde die Heiler auf der republikanischen Seite viel besser als auf der M-Seite. Irgendwie. Von den Skills, oder wie meinst du? Ja, also es sieht irgendwie besser aus. Nimmst du den rechten aus? Ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht liegt das daran, dass Heilen sowas Samaritermäßiges ist, sowas Gutes, und das passt nicht wirklich auf die dunkle Seite. So habe ich mir das immer erklärt. Kämpfer kämpft schon wieder, immer mit dem, den du draußen bist. Keine Ahnung, wir hätten wieder Akku gemacht. Dabei habe ich jetzt schon alles abgestellt. Ach, Spürrakete stickt sich ja gar nicht mehr, das ist ja doof. Ich habe gar nicht gelesen, was bei den anderen Klassen so alles geändert wurde, aber... Die Schnelligkeit wurde jetzt mehr beansprucht. Dass da auch mal, dass man die auch mal besser benutzen kann. Hier, meine Tastatur geht wieder. Ich kann wieder laufen. Ich kann schneller laufen. Irgendwo. Hier. Ich fühle mich jetzt voll als Opfer. Da können wir einfach so weghauen, ne? Ich kenne mal rede wieder mit mir, aber ich höre ihm gar nicht zu. Marco redet die ganze Zeit mit mir. Was hat sie denn eben gesagt? Was sagt Marco denn so? Gib alles mir was zu essen. Alles klar, hat sie gesagt. Sie flirtet einen immer so an. Ich habe keine Angst. Was sagst du? Überhaupt nicht. Sie sagt auch gerne, ich habe keinen Kratzer abbekommen. Dann ist sie bei der Lebensanzeige bei der Hälfte. Oh, ich finde es immer so süß, wenn die fast am Abkratzen sind, wie die dann irgendwelche letzten Worte da noch sagen. Da kommt dann immer irgendwas so. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr oder sowas. Keine Ahnung. Mm. Also bei Quinn hatte ich das öfter, dass der... Ich habe mich um den nicht so gut gekümmert. Der hat immer alles abgekriegt. So ehrlich.
Ona Shadar-Prügler. Ein Erfolg. Du hast 75 neutrale Humanoiden der Schwierigkeit Elite oder niedriger auf Na Shadar besiegt. Wieso bekommst du Erfolg und ich nicht? Ich weiß nicht. Das Spiel mag mich nicht. Du hast ja noch nicht so viel gespielt. Na. Oh, scheiße. Falscher Knopf. Ach, du spielst mit Knöpfen? Ja. Ich mache mal mit der Maus so hin und her. Ja, habe ich am Anfang auch gemacht, aber irgendwie war mir das dann zu langsam irgendwann. Und dann habe ich mir die komischsten Tastenkombinationen ausgedacht. Wieso kann ich ihn nicht angreifen? Oh Mann. So, meine Ordnung ist echt lustig. Weil in Star Trek Online hat letztens einer mein Schiff gespielt. Weil er es mal ausprobieren wollte. Und dann war er voll verwirrt von meiner Ordnung, wie ich meine Skills geordnet habe. Die waren teilweise übereinander, weil, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Lass dich nicht entführen. Und dann, ja, hat er sich immer gefragt, wo denn dieser Skill ist und wo jener Skill ist. Und dann waren die übereinander und sonst wo und keine Ahnung. Aber er fand das Schiff irgendwie toll. Okay. Auch wenn die Skills durcheinander waren. An dem Tag, wo also der frühzeitige Zugang von dem DLC noch nicht war, also wo es halt rauskam für alle, da waren die erstmal alle am Motzen. Wieso? Weil ja auch manche Fähigkeiten weg waren und dann fingen die alle an zu motzen. Warum? Ach so. Ah, das war ganz lustig. Ja, wir wurden ja nur. Der Fähigkeitsbaum wurde ja zurückgesetzt. Ja. Finde ich nicht schlimm, einmal umsonst neu skillen. Mhm. Manche haben ja auch dann rumgemacht, ja, mein ganzer Skillbaum, ich hatte es so gut gehabt. Man kann sich das im Internet eigentlich alles nachlesen. Ja, und es ist nicht so, als könnte man das nochmal machen. Es geht ja eigentlich so ganz einfach. Oh, ist das schon der Boss? Scheint so. Ich würde sagen, dann nehmen wir den erstmal raus und dann... Wenn man den rausnehmen kann... Nee, geht. Nee. Ah, doch. Hat sich eben so bewegt, da dachte ich, der schießt gleich. Okay, Kemal, jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Gar nichts. Waha, er hat das gesagt. Ich werde mit jedem Moment stärker. Schön. Sag mir das nicht, das interessiert mich nicht. Schuhe. Ach ja, und diese Statue gab es ja auch neu. Ist jetzt ein Ausbilder, so ein Hutte. Ja. Muss mal gucken. Habe ich was? Nö. Ui, guck mal. Ah, leider kommt er nicht mit, der bleibt an Ort und Stelle. Aber ich finde es cool, dass jeder ihn dann benutzen kann und nicht nur dem es gehört. Was ich doof fand, war mit der Holo-Statue von Darth Malgus und Shatil. Oh, was ist das denn? Der von uns, ne? Mhm. Da war das ja so, dass die Malgus-Figur konnten ja nur die Imperialen und die Shatil-Figuren ja nur die Republikaner. Das weiß ich nicht, da habe ich mich nicht so mit beschäftigt. Oh, das wäre schade. Ich finde es nur doof, es gab ja diese Collector's Edition, da war nur dieser Darth Malgus drin. Mhm. Und ich hätte lieber Satele Shan gehabt. Deshalb habe ich auch die Collector's Edition nicht geholt, weil ich finde den so hässlich. Gehen wir ab? Ja. Dann kann
ich seinen Namen endlich von der Gefahrenliste streichen. Auf Nimmerwiedersehen. Ui, Geld. Und hier habt ihr Wombas Kopfgeld. Die Typen, die ihn gefangen haben, brauchen es nicht mehr. Sie sind in der Schießerei umgekommen. Das war die Quest. Oh, was ist denn ein Kopfschuss? Den kann ich gebrauchen. Sehr gut, sehr gut. Yay! Löffel ab. Glückwunsch. Was bist du, 24? Ah. Riech was Neues. Jetzt musst du wieder zurück zu deinen Hutten. Ja. Oder ich kann meinen rufen. Hihi, ich hab ihn wieder. Hä? Geht der so schnell wieder? Eine Abklingzeit von einer Minute. Ach Mann, ich habe aber nicht genug Geld. Das kostet 5000. Ja, wie viel hast du? 2000. Warte, ich muss gucken. Ich kann dir Geld geben. Gib mir Geld, gib mir Geld. Warte, wie handelt man hier denn? Kannst du überhaupt handeln als Free-to-Play-Spieler? Ja, habe ich mich gerade gefragt. Oh ja, geht. Gut. Was habe ich denn jetzt bekommen? Okay, aber ich würde sagen, ich mache dann hier mal Schluss. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.